Okay. Ach, hier oben, Fertigkeiten, Waffe zielen. Stabiles Zielen ist wichtig. Okay, wir haben noch keine Punkte, so wie ich das sehe, ne? Ist das richtig? Ne, ist auch alles gut. Ich möchte gar nicht hier so viel rumfummeln jetzt, sondern eher mal loslegen, ja? Ausrüstung. So, da kommen wir hier wieder hin. Okay. Schön. So, wo müssen wir hin, Leute? Habt ihr eine Ahnung? Das ist auch noch was. Schon wieder. Neu, wartet mal. Neu. Was ist denn da? Achso, hier kann ich das dann. Reichweite und Feuerrate ist wenig. Ich hätte gerne eine höhere Reichweite, ehrlich gesagt. Handbarkeit und Feuerrate ist nicht so wichtig. Ja, das ist aber ein Scharfschützengewehr, die M40 A5, ne? Das ist schon besser. Schaden ist auch ganz wichtig. Also ein Mischmasch, ja, das ist ja mal ganz schlecht, was ich hier gerade habe, ne? Ja. Ich werde die mal nehmen. So. Ausgerüstet und nehmen wir die noch mit. Hat er die wieder geändert? Die hier. Ich komme hier gar nicht zurecht gerade, Leute. Ach Mann, ey. So, Scharfschützengewehr. So, und dann muss ich da drauf gehen und dann wähle ich das, was ich gerade hatte. Ja? Ein verbreitetes Einsatzgewehr in Gedenken an. Ja, das ist gut. So, dann nehmen wir die noch mit und dann gehen wir zurück. So, und jetzt hätte ich gerne ein Einsatzziel. Ich denke mal, was war das? Ich muss mal eben noch in den Einstellungen die Musik ein bisschen kleiner drehen. Machen wir mal so auf 70 Effekt. So, Hintergrundgeräusche, ja, Ausgabeart. Ja. So. Nein, 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 nein. Speichern, speichern. Ah, ich wusste es. So, jetzt aber. Ja. Gut, dann schauen wir mal hier ins Auto. Kameraden, ihr kommt mit. Das Schöne hier an diesem Spiel ist, wenn man ins Auto steigt Los geht's. und losfährt, sitzen die gleich alle Mann, drin. ich darf überhaupt nicht mehr fahren. Nur wegen Seht dem ihr? Ups. Oh. Seht ihr? Aber boah, Leute, das ist ja so laut. Das ist ja krass. Ey. Das ist ja heftig. Warum ist das so übertrieben? Nicht zurücksetzen. Nein. Anwenden. So. So extrem laut das Spiel. Ist das ein Hüpfwagen oder was? Sorry Leute, das ist immer noch boah, so laut. Krass. Warum ist das so laut? Ja, das hört sich ganz normal an.
Und ich hoffe, ihr könnt dann auch noch was vom Spiel hören. Wir testen das mal. Oh. Oh, das tut mir aber leid. Ja, ich wollte die Lautstärke mal testen. Ob meine Zuschauer das auch hören. So. Moment mal. Kommen wir hier hoch? Da oben sehe ich nämlich was. Da, 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 da. Ah, ich glaube, das war eher eine Finte. Das war eine Finte? Wow! Wow! Juhu! Alter! Nee. Jetzt aber. Dann fahren wir halt hinten rum. Oh, sorry. Was er labert. Aussteigen. Granate fliegt. Die Tangos haben den Knall gehört. Die wollen Ärger. Konnte ich jetzt echt durch die Wand schießen? Tatsache. Wow, wow, wow. Ich habe durch die Wand geschossen. Das geht wirklich. Guckt euch das an. Oh, das liebe ich. Das liebe ich. What, what, what? Wow, wow, wow. Verwundet. Ich bin verwundet, Leute. Helft mir bitte. Ach so, ich heile mich von selbst. Das ist ja klasse. Aber ich kann durch die Wand schießen. Ist das so richtig? Das muss ich testen. So, hier unten auch. Boah, das liebe ich ja, wenn das funktioniert. Ist da der Hammer. Das geht. Das mag ich. Das gucke ich mir direkt nochmal an. Ja, das muss so sein. Das muss sein. Das sind nämlich alles, ja, alles Lehmwände, ne? Gut. Da fahre ich ja voll drauf ab. Bei den meisten Spielen geht es nämlich nicht. So. Haben wir hier irgendwas Besonderes? So, das hier kenne ich ja irgendwie. Diese Tonnen. Nur viel größer. Kenne ich ja halt nur aus dem Seven Days to Die. Und hier haben wir schon einen neuen Wagen. Wir warten mal eben auf Verstärkung, die da hinten ankommt. Die nehmen wir mal eben auseinander. Ich bin nur hier, um Krawall zu machen. Wie sieht es hier eigentlich mit... Ach so, wir müssen demnach... Ja klar, bist du cool. Demnach müssen wir dann dahin. Wichtige Aufklärungsladen, okay. Als nächstes fahren wir darüber. So, wir sind cool. Sind die weg? Na ja, da kommen sie doch. Ja, die nehmen wir jetzt auseinander. Zack, das war es nämlich schon. Und das Auto schnappen wir uns. Leute, kommt. Zack, 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 zack. Obwohl. Ja, alles klar. Ihr kommt mit dem Bus, ne? Ach, der Kollege ist schon da drin. Okay. Ja, wir fahren doch woanders hin, weil hier gibt es was zu tun. Ich möchte jetzt euch ein bisschen Action auch bieten. So, cooler Wagen auf jeden Fall. So, und ich fackel nicht lang. Ich habe hier ein Ziel mit Maschinenpistolen. Halt, die werden dich sehen. Das macht nichts, das können sie euch. Ziel angreifen.
Leute, macht sie fertig. Wo ist er? Was? Gegner in den Ruinen. Ich sehe ihn nicht. Ich hab'n. Oh. Hör, du Drecksack. Verfickte Scheiße. Deckung, such Deckung. Ey, wo ist er? Nein, nein. Ey, Ladehemmung, Ladehemmung. Matey, Matey, ich brauche Hilfe. Ich brauche Hilfe. Komm zu mir. Das Spiel ist geil. Also, das mag ich. Wenn es cool bleibt und cool ist, dann werde ich damit dranbleiben. Um mal ein bisschen für Abwechslung zu sorgen auf diesem Kanal. Ah, ich werde sogar von denen gerettet. Wie geil. Wie geil das ist, Leute. Ey, ich brauche Munition. Ich brauche Munition. Alter. Wie kriege ich eine Munition? Wo ist der Drecksack? Ich brauche erstmal Munition, Leute. Ja, Mann. Genau so geht das. So. Ich brauche mehr Munition. Ausrüsten. Ich bräuchte nur Muni. Fertigkeit, Taktikkarte, Lobby. Ich will nur Munition aufnehmen, da ist es. Ausrüsten, okay. Gibt's hier sonst noch irgendwas? Hier, Geld, Leute. Money, money, money. Krieg ich das hier nicht? Überqueren, ne? Krieg ich anscheinend nicht. Ausrüsten, mitnehmen. Ja, Mann, ja, Mann. Ich schmeiß mal eine Granate trotzdem hier hin, so. Ne, doch nicht. So. Ja, geht da rein, holt euch die Sachen da raus. Holt er die Sachen? Oh. Wow, wow, wow. Oh nein! Ich denke, ich konnte so ein bisschen... Ne, im Ernst? Tot? Ich bin tot? Das geht gar nicht. Ey. Dann hat er mir einen Headshot gegeben, wa? Okay, wenn ich in diesem Spiel versuche, nicht einmal zu sterben, wird das eine Herausforderung. Bei den meisten Spielen ist es halt bei mir so, dass ich gar nicht sterben möchte und das auch eigentlich schaffe. So, wir... Also das ist bei 7 Days auf jeden Fall so. Wenn ihr euch fragen wollt, welches Spiel, in welchem Spiel ich nicht sterben möchte und nicht, es auch nicht tun werde. Ansonsten fange ich nur von vorne an. Dann ist es 7 Days to Die, Leute. Aufpassen, wir haben Gesellschaft. Also in den ersten Videos, da ist es nicht so, aber in den letzten, späteren jetzt. Ja, Leute, wir gehen da nochmal hin. Wir sind hier noch nicht fertig. Wir sind hier an einer ganz beschissenen Ecke. Okay. Was hast du gesehen? Wie kommen wir denn hier weg? Was haben die denn uns hier... Was haben die denn hier mit uns gemacht, sag mal? Wie soll man denn hier wegkommen? Echt jetzt? Wir müssen echt hier runter? Was für eine Kirche? Kirche? Boah, ey, hier ist keine Kirche, aber ich möchte gerne wieder zurück nach oben. Wie kann man uns denn...
Na, prima. Ja, das war's. So ein Scheiß. Egal, dann nehmen wir uns die nächsten vor, die kommen werden. Okay, man sollte besser nicht sterben. Das ist gemein. Ich hätte da gerne weitergemacht. Das ist nicht cool und so stört mich. So stört mich richtig. Da ich jetzt auch noch gucken kann, wie ich da hinkomme. Was Zeit in Anspruch nimmt. Mein Gott. Okay, hier kann man so hochklettern. Im Ernst jetzt? Da hoch soll ich. Scheiße. Die hätten mir zumindest einen Platz geben können. Also einen besseren Platz, das wäre doch wohl kein Problem gewesen, ja? Soll das die Bestrafung dafür sein, dass ich gestorben bin? Na, vielen Dank. Ja, Leute, das bringt ja nichts. Ne? So, ich glaube, hier ist ein Weg. Nee, habe ich mich vertan. Kommt ihr? Seid ihr da? Ich glaube, ihr wart gerade alle tot, ne? Alle ohnmächtig. Und konntet mir nicht helfen, ne? Deswegen, naja. Es war meine Schuld. Ich hätte schießen sollen. Ich wollte die Kugeln einfach nur aus dem Weg rennen und das hat nicht funktioniert. So. Haha, jetzt bin ich gleich bei euch, ihr Ziegenmongos. Hör ich dann Heli? Das erinnert mich so ein bisschen an Far Cry 5. Kommt denn hier überhaupt noch was? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Gibt es hier keinen Schnellreisepunkt? Doch! Oh, hätte ich das mal eher gewusst. Kinder, das müsst ihr mir doch sagen. Drohnenstörgeräte lege ich. Ach, wenn ich das lesen will, ist es weg. Einige Lagerorte öffnen sich hier automatisch, wenn sich ein Fahrzeug der entsprechenden Fraktion nähert. Taktikkarte. So, Leute, wir sind wieder, ja, hat ja viel gebracht. Ich bedanke mich dafür. Wir fahren nochmal los, ja. Nee, halten Sie um eine öffentliche Kooperation. Ich habe gedacht, das hätten wir geklärt. Okay, ich bin drin. Ach ja, ich sag ja immer wieder so, mit Autos fahren, ne? Und. Da können die sich gerne nochmal eine Scheibe abschneiden bei GTA. Ach, das fühlt sich so scheiße an. Ich nehme die Penner unter Feuer. Tango getötet. Ja. Na, was für Motorrad. Gab es irgendwas Besonderes oder was? Nee, nichts Besonderes. Leute, ich fahre schon mal vor. Nehmt ihr das Auto? Ich nehme das Motorrad hier. Motorrad. Vorwärts, ich bin hinter dir. Hm.
Oh mein Gott. So. Dann wollen wir mal. Was ist hier? Kingslayer Datei. Wollen wir mal da einfahren. Okay. Ich nehme eine Abkürzung. Oh, 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 oh. Oh, oh. Na Leute, wenn das nicht mal was ist. Seht ihr? So schnell geht das. Na, wer wird denn gleich schimpfen? Ihr Leutnant versucht zu fliehen. Echt? Schnell, 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 schnell. So, Leutnant wurde erschossen. Das war gut. Wir können die Daten gleich sichern. Da sind aber noch mehrere. Da haben sie einen gefoltert. Feuer frei, Feuer! Das ist eine Maschinenpistole. Gut gemacht. Okay, die Luft ist rein. Hey, das sind Feinde. Wo sind Feinde? Oh, ausschalten, sofort. Gut. Sauber, alles Paletti? Anscheinend sind hier Geiseln drin. Nee, doch nicht. Munition mitnehmen. Sag schon, dass hier eine Kiste ist. Sehr schön. Den Nachschub können wir uns wohlwollend von den Rebellen verdienen. Alles klar. Gibt es hier sonst noch irgendwas Besonderes? Ich gehe mal oben gucken. Und im Haus. Dann müssten wir soweit durch sein hier. Okay. Ja, super. Ja, perfekt. Wir wissen jetzt, wo die Garage ist, in der Polito seinen Sportwagen parkt. Wir holen ihn uns, mitsamt Navi. Vielleicht erfahren wir ja, wo er und seine Freundin stecken. Ja, Leute, wir sehen uns zur nächsten Folge wieder hier bei Ghost Recon Wildlands. No!